Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Ja, viele, viele Heavy-Runden habe ich in der letzten Zeit gedreht und habe natürlich auch ein paar davon für euch aufgenommen, wie ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen habt. Und ja, heute möchte ich das Ganze, glaube ich, dann auch vorerst mal beenden. Soll es nicht unbedingt heißen, dass ich die Nase von den Heavys voll habe, aber... Ja, wenn man nicht so viel Spaß daran hat, dann ja, wird es auf Dauer irgendwo ein bisschen langweilig und man sollte sich dann dementsprechend auch wieder etwas anderes suchen, woran man mehr Gefallen findet. Ja, heute erstmal die letzte Runde mit den Heavys, so denke ich zumindest. Vielleicht, wenn der ein oder andere mal Lust auf ein Zuggefecht hat und wir wollen gerade eine Aufnahme machen, dann könnte man natürlich sich noch zu einem Heavy hinreißen lassen. Aber trotzdem jetzt erstmal so in den Solo-Runden hier alleine unterwegs und dementsprechend auch ja, die letzte Aufnahme erstmal, wie gesagt, unter Vorbehalt. Mit einem Heavy aus der Tierstufe 7, und zwar habe ich mir dazu heute den IS herausgesucht. Ja, wie gesagt, Heavys nicht so ganz mein Style, wisst ihr ja. Ja, was kann ich zum IS im Endeffekt Großes berichten? Ja, er ist ziemlich agil für ein Heavy, das weiß ich wohl noch, mich daran erinnern zu können. Die Kanone, die er hat, ist schon ganz in Ordnung. Also das führt auch ordentlich Schadenspunkte raus. Ja, Panzerung, ja, wie gesagt, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz informiert. Ich glaube nicht, dass die Panzerung so besonders gut ist, aber naja, ist halt ein Heavy, ne? Ja, momentan habe ich drauf, was habe ich denn hier drauf? Genau, ich habe die 122mm D25T. Hat eine 175mm Durchschlagskraft mit normaler Munition und Föhn im Schadensmittel 390 Schadenspunkte raus. Und ja, typische Streuung bei den russischen Panzern extrem ungenau, ne? Also 0,46 Streuung auf 100 Meter. Finde ich jetzt schon ein bisschen... Naja, gut. Ja, was kann man sonst Großartiges zu dem sagen? Wie gesagt, er ist voll ausgebaut, also ne, da ist also nichts mehr zum Erforschen, was man noch erforschen könnte. Hier diese 100mm D10T habe ich zwar erforscht, aber habe ich nie gekauft, brauchte ich irgendwie alles gar nicht. Ja, und er hat auch schon einen Elite-Status, das heißt also, die IS-3 ist auch schon freigeschaltet. Die wird dann bei der nächsten Rabattaktion dann auch in die Garage mit reinkommen. Ja, was habe ich hier für eine Mannschaft drauf? Ich habe hier natürlich klar eine 100%ige Mannschaft mit dabei. Der erste Perk ist auch schon durch. Sechster Sinn, Scharfschütze, was habe ich denn hier? Fahren wie auf Schienen und sichere Ladung. Naja, ist jetzt nicht unbedingt so das Beste, was man machen kann. Ja, und im zweiten Perk bin ich bei den Waffenbrüdern dabei. Und momentan so zwischen ja, 44% und 49%. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so viele Spiele mit der IS gemacht. Ich glaube, das sind so 100, 110 Stück vielleicht. Ja, wie gesagt, es ist halt nichts, worauf ich jetzt besonderen Wert lege. Das ist halt so ein Beiwerk, was mehr oder weniger mitgeschliffen wird bei meinem Vorhaben. Ja, Module habe ich eingebaut. Ein Lüfter, ein Waffenrichtantrieb und ein Ansetzer. Bei 4,8 Schuss... pro Minute ist so ein Ansetzer natürlich sehr, sehr sinnvoll. Bei den Russen weiß ich, dass die sehr, sehr langsam einaimen. Dementsprechend auch ein Waffenrichtantrieb. Und hier der Lüfter. Ja, man kann diese 5%, die der bringt, kann man nutzen. Gibt aber auch noch Alternativlösungen, die man nehmen kann. Wie zum Beispiel ein Scherenfernrohr. Oder man nimmt, was haben wir denn noch, ein Tarnnetz oder solche Geschichten. Ja. Kann man einbauen, muss man aber nicht, ist natürlich dann je nach Belieben. Ja, mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal gar nicht so zum Panzer an sich sagen. Wir werden mal schauen, wir werden mal direkt in so ein Gefecht einsteigen und mal gucken, ob wir denn etwas Gutes hinlegen können. Heute Mittag, als ich gespielt habe, das waren so... weiß ich nicht, 3, 4, 5 Runden vielleicht. Da war ich mit dem
IS-2 unterwegs. Also mit seinem chinesischen Zwillingsbruder, wenn man so möchte. Die Runden waren jetzt, naja, mehr mau als alles andere. Also er hat ja kein limitiertes Matchmaking, heißt also Tier 7 bis Tier 9 ist alles auf das, was ihr treffen könnt. Und ja, mit dem IS-2 habe ich natürlich jetzt glücklich losgezogen, nonstop in Tier 9 Gefechte reinzukommen. Tja. Jetzt sieht es Gott sei Dank etwas besser aus. Wir sollen verteidigen und sind Top-Tier. Und wollen natürlich auch gucken, dass wir das einigermaßen auf die Reihe kriegen. Eben nochmal kurz einen Blick ins Gegnerteam werfen. Jupp. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Keine Arti. Das heißt, wir haben im Endeffekt auch nicht so großartig was zu befürchten, dass was von oben auf uns einschlägt. Ja, und dann wollen wir mal schauen, wie sich denn erstmal so das Team verteilt. Momentan sieht es ja noch, ich sage bewusst noch, ganz gut aus. Wir haben hier bei uns bei den KV-85, die SU-85, die SU-100 und hier oben den T-37 stehen. Ja, und wir wollen mal gucken. Im Endeffekt müssten wir ja eigentlich nur verteidigen. Die Frage ist natürlich, wollen wir das auch nur? Hier kommt schon mal ein T-34 angebügelt. Vielleicht haben wir Glück. Und der schlinzt mal kurz rüber, dass wir ihm eine verklatzen können. Aber ich glaube nicht. Was ist denn hier los? Warum rumpelt ihr mich denn die ganze Zeit an, ihr Penner? Okay, ich sehe auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der linken Flanke von hier aus gesehen. Da vorne haben wir eine Stock. Die duckt sich jetzt aber weg, da kommen wir nicht mehr dran. Okay, dann gehen wir jetzt in den Nahkampf. Ich weiß nicht, was KV-85 und T-34 hinter mir machen. Bin ich etwas irritiert. Auf jeden Fall, ich sehe auf der 1, 2, beziehungsweise auf der... eigentlich nur auf der 2er Linie ist schon ein bisschen was vom Gegnerteam aufgegangen. So, dann wollen wir mal gucken. Zack, tschüss. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen pushen, ne? Die Mitte ist ganz frei. Das könnte sich natürlich als durchaus negativ erweisen. Irgendwie bin ich jetzt mit meinem 7er Heavy, dem dem T-37 etwas voraus. Finde ich natürlich jetzt nicht ganz so toll. Die Stuck scheint sich hier zurückzuziehen. Machen wir schon mal ein Auto-Aim drauf. Man weiß ja nie, wofür das gut ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Trifft sie einigermaßen genau, wenn man denn genug Zeit hat, dort einnehmen zu lassen. So, ich hoffe, der TOC und KV-1 oben halten die ganze Chose hier ein bisschen am Laufen. Beziehungsweise halten die Kollegen da unten etwas auf, dass wir von hinten angreifen können. Sieht jetzt nicht so besonders gut aus. Ich denke mal, ich werde jetzt von hier aus... Oh, ja. Ich werde jetzt mal hier die Straße entlang fahren. Die haben sich da schön aufrauchen lassen. Aber da kommt ja auch eine ordentliche Übermacht an. Ich glaube, der T-37 hat nicht ganz geschnallt, dass es keine Art in dem Spiel gibt. Ich weiß nicht, was der da hinten macht. Den Type... Vermutlich wird jetzt gleich gekippt. Ach, ist ein Scherz, oder? Ha! Oh, die SU-85 kommt hier zurück. So, tja, 7 zu 10. Bei uns steht keiner mehr im Cap. Hä? Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz...
ganz so super tricky. Was haben wir hier? Hier müssen wir die SO85 erstmal wegnehmen. Ah, hat er schon gemacht. Das ist schon mal sehr gut. So, dann gucken wir mal. Ja, die macht natürlich ordentlich Druck, der kleine Stuhl hier. Jetzt fahre ich aber auch sehr offen hier ins breite Feld rein. Muss ich ja schon mal sagen. Ob sich das so... Ja. Ja, wie gesagt, ich habe bewusst gesagt, dass wir erstmal abwarten, wie sich das Team verteilt. Denn so wie es sich momentan gestaltet, wird das nichts. Also bleibt uns nichts anderes übrig als... Na natürlich, kriegen wir nochmal hier einen mit. Na klar, warum auch nicht? Wir verkacken ja sowieso, ist doch gar kein Problem. Ja. Och, Gottes Willen. Ja, wir haben 4 Kills gemacht, trotzdem 10 zu 14 verloren. Ja, wir waren irgendwie ein bisschen zu sehr verstreut. Eigentlich habe ich gedacht, ich könnte noch über die Mitte ein bisschen was zurückmachen, aber vermutlich war ich da zu langsam. Ja, der T-37 hat trotzdem, obwohl er auch gut auf Abwägen war, gut was weggeräumt. Ja. Andere hingegen nicht, aber naja, gut, mein Gott. Was will man machen? Wir haben überlegt, haben trotzdem 4 Kills gemacht, auch wenn wir im Endeffekt nur noch die letzten Treffer da weggehauen haben. Aber was soll's. Ja, 6 Schüsse, 4 Treffer, 857 Schaden ist natürlich katastrophal. Das ist die absolute Katastrophe. 4 Gegner beschädigt und auch zerstört. Klar, wenn man nur One-Hits macht, ist das jetzt nicht so das Riesenwunder. Ja, 435 Erfahrung, 9000 Credits. Pff, war jetzt keine Glanzrunde. Naja, was will man machen? So, gucken wir mal in der nächsten Runde. Jetzt sind wir im Achtergefecht. Schauen wir mal, wie sich das denn etwas aufteilt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Heavys. Die Gegner haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch 6 Heavys, okay. Ja. Ja, wir sind mittlere Tierstufe. Das heißt, wir können durchaus mal mit nach vorne, müssen es aber nicht unbedingt. Tja, was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, ich werde mal in die Stadt gehen. So wie das für das Heavy eigentlich... Das Heavy. So wie das für den Heavy normal ist. Ich hoffe natürlich, dass meine anderen Kollegen... das ähnlich sehen. Hier, 3601 kommt schon mal mit. Super Percy geht in die Stadt. T29 scheint nicht in die Stadt gehen zu wollen. T54 Mod 1 ist am Start. AMX5000 geht in die Mitte. Okay. Also Nashörnchen und die S100 wollen uns auch folgen. Ja, und wir gucken mal, ob wir denn hier groß etwas reißen können. AMX50 will sich jetzt doch zu uns gesellen. Von der Verteilung her gar nicht mal so schlecht. Allerdings der T29 da hinten stört mich so ein bisschen, der mit dem Räumerwagen da hinten rumkämmt. Sowas kann natürlich gut gehen, muss aber nicht. Dafür haben wir hier die Möglichkeit, ein bisschen Gas zu geben. Ich will es zumindest hoffen. Hm. Okay. So, die S100 ist schon mal direkt Geschichte. Sehr gut. Oder auch nicht. Oh oh. Abwarten ist die Devise. Bis der 3002 da rauskommt. So zumindest der Plan.
Momentan stehen wir alle relativ gut hier unten. Oben werden wir schon mal aufgeraucht. Ich müsste mal gucken, die S-152. Ja, da hinten wird nicht viel passieren, der VK-3601, der beschäftigt die schon ganz gut. Jetzt kommt er raus, oder was? Zack. So. Direkt mal einen verkleistert hier. Was geht jetzt hier los? Nix. Nix ist jetzt nicht besonders viel. Ja, da fängt sich der Superflashy ein. Ich muss mal die Flanke wechseln, das bringt dir nichts. Der Superflash, ich fängt schon eine ganze Menge ab, aber... Ich würde die ja gerne umrunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier sonst keine Chance. Die werden oben einfach weggeraucht, die Jungs. Das fände ich jetzt nicht ganz so... super. Auf jeden Fall bin ich schon mal auf. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weiß ich noch nicht. Okay, es war kein Nachteil. Alter, schön mit einem Hit. Ich... Naja. Oha, oha. Tja, wären wir wahrscheinlich mal hinten geblieben. Wäre besser gewesen. Naja, hätte, hätte, Panzerkette. Da waren wir echt schön... im Fokus der 14-1. Und da haut ihr auch noch so einen Lucky Treffer raus und nimmt uns da direkt mal mit einem Schuss weg. Sehr schön. Ja, taktisch gesehen sind wir ziemlich geliefert. Die 3601er werden da hinten rausgenommen. Ist ja jetzt auch kein Wunder. Warum sich jetzt allerdings der 5000er? Hm. Okay. Ja, T-54 Mortar wird jetzt auch nochmal schön runtergeschossen und weggehauen. Und da wird natürlich schon wieder richtig schön rumgeflamed. Ja, es ist Ferienzeit, meine Freunde. Die ganzen Kinder sind unterwegs und da wird natürlich auch dementsprechend sofort rumgeflamed, wenn das Team nicht so agiert, wie der einzelne Spieler das haben möchte. Junge, Junge, Junge. 5-11, 6-11. Uiu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 
fehlt so ein bisschen auch so, ja, die Motivation überhaupt, sag ich mal, ja, nicht die Ruhe zu haben, sondern es fehlt so ein bisschen die Motivation, ja, das überhaupt so ein bisschen so mit Leidenschaft spielen zu wollen, ne? Also das ist halt ein bisschen schade, aber naja, gut. So, 7:15, wir haben schön abgelost, sehr schön abgelost. Und das Schönste daran ist, wir haben noch nicht mal großartig was geleistet. Wir sind mal wieder im unteren Drittel gelandet. Ja. Katastrophe. Ein Schuss abgegeben. Zwei Treffer erhalten. Schaden abgewehrt durch Panzerung 220. Ich glaube, die Adi hat uns dann mit einem Schuss direkt mal schön weggehauen. Ja, absoluter Noob-Fehler. Aber machst du nix. So. Ein 9er Gefecht. Sehr schön. Wir sind im 7 angefangen, haben da nichts auf die Reihe gekriegt, sind dann in ein 8er Gefecht gekommen, haben noch weniger auf die Reihe gekriegt. Das lässt natürlich auch dementsprechend gut hoffen, wenn wir jetzt in ein 9er Gefecht reinkommen. Tja. Außer taktisch hinten bleiben, müsste ich jetzt ehrlich gestehen, wüsste ich kein taktisches Vorgehen. Da unten in die Stadt zu fahren, ist total blöd. Rüber zu fahren, bin ich viel zu langsam für. Tja, gehen wir mal hier vorne an die Deckung. Ja, fahren wir ruhig in die Kette, T25, kein Problem. Hallo, was ist hier los? Ja. Tja, was machen wir? Ja, ich glaube, ich fahre hier vorne einfach an die Dingens dran. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht noch 2, 3 Schüsse rausquetschen kann. Wir haben eine 9er Arti und eine 7er Arti im Gegnerteam. Bislang sind wir noch nicht auf. Ah, das war aber auch mehr schlecht als recht. Der ist ja ein bisschen lucky mit dabei. Aber naja, gut, was will man machen? So. So, wir haben unseren Sinn verteilt. Gucken wir doch erstmal, bevor wir hochdüsen. Oh, ich bin sogar auf. Ja, machen wir mal einen. Da hinten sind die ganzen Heavys. Dann werden wir uns mal zu den Gesellen hier. 50, 100 und 103 gehen durch die Stadt. Tja, also hier bin ich irgendwie so ein bisschen... Was wird denn da hinten schon wieder rumgeflammt auf der Minimap? Meine Güte. T49. Wenn dich keiner unterstützt, dann wird das einen Grund haben. Dann fahr einfach zurück. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier vielleicht nochmal das ein oder andere Zielchen vor die Linse bekomme. Carpenter. Ja, sehr schön. Ich vermisse so ein bisschen... Ach, das Objekt steht unten in der Stadt. Wollte ich schon gerade sagen. Diesmal scheint es gar nicht so schlecht für uns zu laufen. 6:1. Deshalb werde ich mir jetzt auch mal todesmutig ins Gefecht reinstürzen. Mal gucken, ob ich... Och, jetzt kriege ich auch noch einen Arti-Treffer ab. Nee. Och, Manno.
Ja. Basis verteidigen. Guter Plan. Objekt 704 kommen wir eh nicht dran. Können wir mal gucken, ob wir so mal einen satten 37, 38 km/h vielleicht noch ein bisschen was richten können da unten. Vermutlich. Mal das auch mal. Ja, das ist der GW Panther. Das ist Objekt 74. Vielleicht fahre ich hier mal mittig rein. Ich glaube, ich werde nicht mehr wirklich viel abkriegen von dem Kuchen. Aber man kann es ja mal probieren. Ne, also auf den komme ich schon mal nicht mehr dran. Ich gucke mal, ob ich das Objekt hier noch irgendwie... ja, nicht aufmachen kann, aber vielleicht... den ein oder anderen Schuss noch platzieren darf. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Da ist das Objekt. Oh. Ja, natürlich. Da, natürlich ging der nicht durch. Warum soll der auch durchgehen? Ist ja auch nur die Seite. Ja, genau. Natürlich. Selbstverständlich. Innerseite abgeprallt. Na klar. Naja, egal. So, 15-5. Sie haben gewonnen. Warum auch immer. Ja. Ich sagte ja, Tier 7 Gefecht haben wir nichts auf der Reihe gekriegt. Tier 8 haben wir noch weniger auf der Reihe gekriegt. Ja, und im Tier 9 Gefecht bleibt das Ganze irgendwie so auf einer stetigen Linie. 4 Schüsse, 2 davon nur mit Durchschlag. 524 Schadenspunkte nur. Also, ja, es ist wirklich gut, dass ich damit aufhöre. Also das ist, ja, das ist keine Videos wert, wie ich mich mit den Heavys anstelle. Muss ich einfach ganz klar sagen, also, nee. Nee, im Zug vielleicht noch, ja, mit anderen zusammen, wenn man dann so ein bisschen Funkungsfeier macht, aber sonst so alleine, da bin ich einfach nicht für gemacht. So, wir haben wieder das unsagbar große Glück, dass wir als Low-Tier in einem Tier-9-Gefecht gelandet sind. Gegnerteam, würde ich sagen, ist durchaus flink unterwegs. AMX-30, Leo PTA, AMX-50-100 Centurion, T-55L, T-Shiriku, T-20. Sind schon alle nicht gerade so langsam, die Jungs. Tja, was machen wir? Eigentlich Heavy-Gasse würde ich jetzt mal vorschlagen. Oder, ach nee. Kann ja eh nicht viel ausrichten. Bleiben wir mal hinten. Gucken wir mal, ob wir unseren Schnellfahrer vielleicht nochmal irgendwo erwischen können. Oder doch mit dem Pull gehen. Wäre natürlich irgendwo schon nicht schlecht. Ich stand auf jeden Fall schon mal die Schnellen anzurauschen. Ich könnte mich natürlich jetzt da unten an den Hügel hinstellen und dann mal gucken, ob ich da was wegreißen kann, aber... was haben wir für Jäger? Jagdpanther 2 und Jagdpanther... Schiri könnte meine mitgeben. Mal gucken, ob das hinhaut. War ja klar. Ah,
Nee. Ich glaube, die Jäger sind hier ganz gut aufgestellt. Ich werde mich mal in die Heavy-Gasse verpieseln. Ob ich den KV-3 oder den T-34 noch mitnehmen kann. IS-2R könnte Leo PTA. Müsste ich eigentlich bequem durchkommen? Und da merkt man eigentlich auch schon wieder, da tappe ich mich schon selbst dabei. Eigentlich habe ich mich erstmal für eine Position entschieden, ja, mal hinten ein bisschen gucken, ne? Mal gucken, was so geht. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen von dem flinken Team da direkt mal ausschalten. Und dann kommt mir die Idee, ach nee, ich fahre doch auf die andere Flanke. Und das mit einem Heavy. Ja. Das jetzt so sinnvoll ist, aha. Was haben wir hier, Vielleicht haben wir... Da steht der Jagdpanther 2. Oh, ich bin auf. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich hoffe, der T-34 hat den da vorne gesehen. Ich muss auf jeden Fall jetzt immer langsam hier in die Action eingreifen hier, Mann. Kann doch nicht sein. Steht 4-1 und ich kriege hier nichts auf die Kette. Ich meine, gut, das ist jetzt nichts Neues, aber... Tja, was machen wir? Fahren wir hier oder fahren wir da? Oder... Warte mal, SU-152 SE-1. Type 61 kriegt hier was verkleistert. Ich bin offen. Irgendeiner hat mich hier gespottet. Ich vermute, der Jagdpanther 2. Noch im Kettenlaufwerk mal richtig eine mitgegeben. Hätte ich ja nicht gedacht. Oh. Nochmal die Kette weg. Sehr schön. Huch. Ich komme nicht runter. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist denn hier los? Ey, wieso? Aber die Kette haben ihm gezogen, oder nicht? Ah! Hilfe! Oh, weg, ganz böse weg. Ey, du Bobby! Oh! Huh! Da steht die ganze Zeit ein E75 hinter mir, keine Sache Bescheid. Alter, ist das krass. Wie krass sind die Jungs denn drauf hier? Oh, im Glas den SC1 verfahren, der ist noch full life. Ja, Kanter 2. Hier ist 2. Ich guck mal, ob ich vielleicht jetzt hier... Nee. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. So. Der Tiger 2 scheint da unten zu stehen. Ich weiß nicht, was der T-34 da hinten jetzt gerade so macht.
bisschen zu heikel hier. Ich möchte dem echt ungerne. Ja, konnte da hinten. Na, der. Oh. Hä? Toll. Jetzt ziele ich schon mal und kann nicht mal was treffen. Es ist ja eine Wehr, das ist ja wieder klar. So. Oh, was haben wir da? Hey, komm! Och Mann! Hä? Och nö, ey, ehrlich jetzt. Freunde, ihr wollt mich doch verarschen hier, oder was? Also das Einzige an den Heavys, was ja wirklich ein bisschen Spaß macht, muss man ja ganz klar sagen, das sind wirklich so diese Schüsse, wenn man wirklich so direkt mal was mitnimmt, ne? Also das ist ja schon echt... Also wenn man da mal was trifft, dann macht's auch richtig böse. Aua, das finde ich ja an sich ja gar nicht mal so schlecht bei den Heavys, aber der Rest, ne, nix für mich. Ja, oh, ich habe eine Erfolgsmarkierung. Woo, yeah, da freue ich mich ja mal drüber. Ja, also wir haben diesmal so mittelmäßig irgendwie eingegriffen. Also wir haben 1633 Schaden gemacht. Wir haben 10 Schüsse abgegeben, davon haben 4 nur wirklich gewirkt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich hätte vielleicht beim E75 auf HE umschalten können, aber naja gut. Aber wir haben 2150 Schaden ermöglicht. Ist wahrscheinlich durch die Aktion, als der E75 auf einmal hinter mir stand und mir keiner Bescheid gegeben hat. Naja gut. So, wir haben 32.000 Credits bekommen, 1479 Erfahrung. Naja gut. Wir haben mit Mühe und Not überlebt. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, warum wir auf einmal so viel Erfahrung bekommen haben. Wahrscheinlich durch das Aufgespottete. Naja gut. Ja, was will man machen? Also, wie gesagt... Heavys, ich werde es zwar durchspielen, also durchsterben besser gesagt, aber nee. Nee, muss nicht sein. So, ja, ich würde sagen, damit beende ich dann erstmal die Heavy-Reihe, was das Aufnehmen angeht. Wie gesagt, wenn man denn dann mal ein Ründchen im Zug fährt oder wie auch immer, dann kann man das natürlich gerne machen, aber ansonsten denke ich mal, werde ich etwas Abstand von den Heavys nehmen, es sei denn, ich bin dann in Tierstufe 8 unterwegs, wo ich dann, ja, gezwungenermaßen die Dinger ja fahren muss und euch dann mit Sicherheit auch mal mit auf die Reise nehme, wenn ich da den Forschungsbaum etwas vorantreiben möchte. Ja, so, das war's dann auch erstmal für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt und so weiter und so fort, wisst ihr Bescheid, das dementsprechend unten in die Kommentare zu schreiben. Ja, hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr denkt euch, mein Gott, ist das einfach ein Freak, der kann's nicht und der will's auch nicht können. Ja, das ist richtig. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.